whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister, und herzlich willkommen zu einem Remake eines Videos. Und zwar drehe ich den Video über den Highland Park 18 Jahre, jetzt zum zweiten Mal. Das Originalvideo finden Sie hier. Und der 18-jährige Highland Park ist also einer meiner Liebsten, und leider ist die Versorgungslage momentan mit dem Highland Park sehr knapp. Ich habe noch ein paar andere Videos von Highland Park gedreht. Da finden Sie sicherlich das eine oder andere gute Stück, der ähnlich gut schmeckt, vielleicht noch ein bisschen teurer ist als der. Und warum ist er so teuer geworden? Der ist im Preis also massiv angestiegen. Die Nachfrage war einfach so groß, dass der Hersteller die Preise angehoben hat. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Die Nachfrage hat massiv angezogen. Das Angebot ist nicht größer geworden, eher kleiner. Ja, und so steigt der Preis, und da versucht man sich nun auszuleveln, wo sich denn ein stabiles Gleichgewicht darstellt. Highland Park produziert mittlerweile rund um die Uhr volles Rohr, was geht. Und so hoffen wir, dass sich in Zukunft dieser Versorgungsengpass dann doch ein bisschen nivelliert und es besser wird. Ja, Highland Park ist eine Brennerei draußen vor der Küste Schottlands. Fährt man ein paar Stunden mit dem Schiff hin auf den Orkney-Inseln. Und eine Brennerei, sehr alt, wenn ich da genau drauf schaue, 1798 bereits gegründet, hat sogar noch eigene Maltings, das heißt, sie stellen einen Teil ihres Malzes noch selbst her, natürlich nicht mehr alles, das wäre zu teuer, das würde den Whisky unnötigerweise verteuern, aber ein Teil wird noch hergestellt. Und 2004 war ich mit einem Kreuzfahrtschiff oben auf den Orkneys, unter anderem sind auch bis rüber nach Skye gefahren, und da habe ich dann eine Führung bei Highland Park selber durchgeführt auf Deutsch und hatte eine der Gruppen vom Schiff mitgenommen und hat den Highland Park gezeigt. Schöne alte, ehrwürdige Brennerei, alte Granitsteine, sehr sehenswert. Wenn Sie auf die Orkney-Inseln kommen, ein absolutes Muss, da müssen Sie sehen. Und nicht weit, sogar in Sichtweite von der Brennerei, gibt es dann noch die zweite Brennerei auf Orkney, auf der Hauptinsel der Orkney-Inseln. Direkt am Scapa Flow gelegen, wo die deutsche Kriegsflotte des Ersten Weltkriegs sich selber versenkt hat, ist die Scapa-Brennerei am Scapa Flow. Also die Brennereien können sich gegenseitig sehen. Ja, und von dieser Scapa Flow, wo die Winde dann über die Lagerhäuser wehen und den Salzaroma mitbringen, Marketing-Blur, stimmt nicht. Ist normalerweise destilliertes Wasser, was da von Meer aufsteigt und weitergetrieben wird. Das haben wir immer noch bei uns in der Sektsteuer, weil diese kaiserliche Flotte, die da im Scapa Flow auf den Orkney-Inseln liegt, die hat uns unsere Sektsteuer beschert, die jetzt mit 1 Euro und 2 Cent oder so auf jeder Pulle Sekt drauf ist. Gut, Steuer ist das Letzte, was abgeschafft wird. Auch wenn es die Flotte noch gar nicht, schon lange nicht mehr gibt. Ja, das Besondere am Highland Park ist, dass er einen zarten Rauchanteil im Getreide mit drin hat. Also dass das Getreide zum Teil über Torffeuer gedarrt wird. Und dieser Rauch, der jetzt nicht so dominant ist wie auf den anderen Inselwhiskys, wie auf Islay, sondern sehr dezent im Hintergrund bleibt, ist das, was diesen Whisky herausstechen lässt aus der Masse. Manche Leute sagen, rauchig, mag ich nicht, stinkt. Das werden die spüren. Also insofern scheiden sich da die Geister, ob die das in Ordnung finden oder nicht mit dem Rauch. Wer zum Highland Park 18 Jahre greift, sollte wissen, da ist eine gewisse Menge Rauch drin. Auf der anderen Seite ist aber auch noch eine sehr schöne Menge Sherryfass drin. Dass man hier also den Brennereicharakter hat, man hat das Sherryfass. Und man hat den Rauch, und das gibt eine wunderbare Komplexität. Zusammen 18 Jahre gereift. Wunderbarer Tropfen. Kein Wunder, dass alle Leute draufspringen. Kein Wunder, dass er alle ist. Kein Wunder, dass er so teuer ist. Oder geworden ist. Der war früher unter 50. Und jetzt, glaube ich, liegt er schon an den 70 oder so. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ups. Da kommt aber viel raus. Ja, großer Korken, große Öffnung. Und jetzt schauen wir mal. Highland Park färbt nicht. Ordentlich dunkel.
ordentlich Sheriff was. Sehr reichhaltig. Ordentlich Sherry. Zarter Rauch. Dahinter kommt ein bisschen die Eiche, aber im Vordergrund auch eine gewisse Süße vom Malz, vom Brennereicharakter. Also schon beim Riechen läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Das ist die ganz logische Weiterentwicklung vom Highland Park. 12 Jahre, blende ich Ihnen hier nochmal das Video ein. Ich glaube, es hat am Anfang schon gemacht. Aber die ganz logische Weiterentwicklung. Ganz wunderbar. Vanille kommt, steigt jetzt auf. Die sich damit einbindet. Wunderbar. Tja, lass uns probieren. Körper ist erstaunlich kräftig, voll. Der Honig spielt wieder an, der Rauch ist da, die europäische Eiche klopft an, der Sherry bringt dann leichte Süße und die Fruchtigkeit mit rein. Der Abgang ist weich, alles spielt miteinander, komplex, lang. Ja, boah. Ja, so ein Single Malt Whisky ist viel zu selten. Im Glas. Toll, muss ich ein zweites Mal probieren, hilft nichts. Fantastisch. Nee, einer meiner Liebsten. Wirklich wunderbar. Was schreiben Sie denn noch dazu? Eigentlich ganz schlicht. Ein weicher und ausbalancierter Single Malt mit einer Karamellsüße und einem Mouth-Watering Smoky Finish. Also Mouth-Watering, das ist, wenn ich immer sage, der Speichelfluss wird angeregt, das wird er tatsächlich, aber ich meine jetzt nicht, dass der durch den Rauch, je nachdem, wie man das jetzt da interpretieren will, kommt, sondern das kommt von dieser starken Reife von den Sherryfässern. Ganz toll, was steht da noch? Wir garantieren, dass dieser Whisky destilliert, ausschließlich destilliert wurde von dem selbst angebauten Malz. Homegrown Malt. Ob das das Malz von Orkney ist? Und dann dahinter jede Menge Warnungen. Bitte trinken Sie verantwortungsbewusst, das tun wir doch immer. Tja. Wunderbar. Kann ich wärmstens empfehlen. Wenn Sie eine Flasche bei uns im Shopsystem finden, greifen Sie zu. In den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren, vermute ich mal, dass der Whisky nicht wirklich preiswerter werden wird. Dazu ist einfach die Nachfrage zu hoch und die Bestände sind zu knapp. Aber dann in der mittleren Zukunft wird es besser werden, denn Highland Park brennt wie der Teufel. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn Sie so eine Flasche bei uns dann doch ergattern können. Bis zum nächsten Mal.